Nicht drauf ansprechen auf die Gitarre, auch nichts sagen. Also, nee, keine Frage. Okay, ja, Entschuldigung. Und was ist jetzt die Frage? Genau, die Frage ist... Wie bitte? Was war die Frage eben? Hättet ihr euch denn 1982 respektive... Nein, auf gar keinen Fall. Das kann sich ja keiner vorstellen vorher. Dann hattest du recht Angst. Ja, okay. Nee, jetzt lass es. Okay, sei gut. Doch mal charmant. Ja, das könnte dein letztes Interview sein. Ja. Überleg mal, willst du, dass man das von dir im Gedächtnis behält? Ehrlich gesagt nicht so gern. Die drei bringen mich ja gleich am Anfang völlig aus dem Konzept. Wer hat Geburtstagsstart? Diese Jungs gehen mittlerweile auf die 50 zu und zelebrieren seit 30 Jahren ihren Jungsspaß. Am liebsten vor Publikum. Wenn gerade keine Arena zur Hand ist, nehmen die Ärzte zur Not auch Journalisten. Ich hätte sogar gewarnt sein können. Im Gespräche torpedieren haben die nämlich ziemlich Übung. Ja, kann ich eine Antwort trotzdem haben? Ja. Mhm. Sollen wir jetzt da ernsthaft drüber reden oder willst du nur Blödsinn reden? Nee, ich würde gerne mal was ernst reden. Was? So, ich bin völlig fertig. Ich habe eh schon mehr Angst. Und was machen zwei Kamerafrauen und ich? Wir lassen uns einfach einwickeln und kichern wie Schulmädchen. Verdammt. Das klingt auch ein bisschen wie so die perfekte Ehe eigentlich. Irgendwie, man immer noch jemanden Dritten dabei hat, der sagen kann, du oder du. Muss man auch sagen, als wir mit dem Sex aufgehört haben, war das... Können wir kurz die Kameras ausmachen? Moment. Dabei bin ich doch eigentlich so gut vorbereitet. Hab mich brav durch sämtliches Archivmaterial der 80er gewühlt. Vielleicht ein Fehler, nochmal zu hören, was wir auf Klassenfahrt in der 7. gegrölt haben. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen, dann bin ich ein Star, der in der Zeitung steht. Dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät, zu spät, zu spät. Heraus kommt nämlich die Frage, die ich eh schon mit 13 hatte. Warum spielen sie endlos weiter, obwohl sie ihr selbst erklärtes Ziel schon vor langer Zeit erreicht haben? Reich und berühmt sein. Er ist arm, ich hab Geld. Das ist eine gute Frage. Wusste ich's doch. Es ist ja auch nicht so, dass Sir Edmund Hillary aufgehört hat mit dem Bergsteigen, nachdem er auf den Mount Everest gestiegen ist. Er hat sich ja dann nicht zurückgezogen und gesagt, ich habe alles erreicht, sondern er hat halt einfach Spaß am Bergsteigen gehabt, offensichtlich. Merkst du, worauf ich hinaus will? Wir haben keinen Spaß am Bergsteigen. Wir machen Musik. Also jetzt mal die harten Fakten. Die Musik der Ärzte klingt heute so. Hast du nichts Besseres zu tun als die? In ihrem neuesten Hit machen sie sich über ihre Fans lustig. Und mögliche Vorwürfe gegen sich selbst besingen sie auch gleich mit. Ist das noch Punkrock? Wenn euer Lieblingslied in den Charts ist, das hat so den coolen Faktor. Diese Vorwürfe gegen uns, die kamen halt sehr häufig, speziell in den 80ern. Die haben den Schweinepunk verraten, bla bla bla. Und das fanden wir halt witzig. Also wir sind natürlich keine Punk-Bandinger. Wir sind zu alt, wir sind zu wohlhabend, wir sind erfolgreich, wir sehen auch gar nicht mehr so aus. Wir können halt über Punkrock können wir halt singen, weil das haben wir noch gerade so gecheckt. Nochmal Fakten. Früher standen die Ärzte sogar auf dem Index. Sangen über Geschwisterliebe und über Sex mit Schäferhunden oder... Pferden. Claudia hat jetzt ein Pferd, dem sie ziemlich abgeht. Sie ist bei ihm jeden Tag, Gott weiß, was sie da macht. Wie guckt ihr denn auf die Texte von früher? Also mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Was sagst du denn, wenn du Fotos von dir selber mit 13 Jahren anguckst? Oh, süß. Da habe ich noch die erste gehört. Fakt ist auch, sie spielen gar nicht mehr alle Songs aus ihren drei Schaffensdekaden. Zum Beispiel den erfolgreichsten von allen, Männer sind Schweine. Der war so erfolgreich an Orten, wo wir gar nicht stattfinden wollten, wo wir uns auch gewundert haben, dass wir da stattfinden. Stichwort Ballermann und so.
also oder Oktoberfest, sodass wir halt sagten, okay, irgendwie ist das nicht mehr unser Song, spielen wir nicht mehr. Wir waren nicht so konsequent, die Single einzustampfen und ein Lied vom Album runterzunehmen, weil das hätte ich dann kindisch gefunden. Wäre auch ein finanzieller Verlust gewesen. Ich schwimmer, du halt so groß geworden. Das war doch mal interessant jetzt. Also dranbleiben, vielleicht wird das hier doch noch was. Fällt das schwer, dass man den Song dann... Wir haben so viele Songs. Wir haben so viele. Stell dir vor, du hast 700 Kinder. Ja. Und eins ist schlecht in der Schule, oh mein Gott. 700 Kinder? Das war ein ganz guter Vergleich. Stell dir einfach vor, du hast 700 Kinder. Ja, warte mal. Okay, ich stell dir vor. Warte, gleich okay, gut, und an dieser Stelle blenden wir uns mal langsam aus. Die halbe Stunde ist um. Als Interview war das hier ein Desaster. Aber irgendwie kriegen sie ja doch jeden. Selbst mich, obwohl ich gar kein Ärzte-Fan bin. Also jetzt überlegst du, ob du uns doch mal wieder hörst, ja? Obwohl du eigentlich viel zu alt dafür bist. Ich bin zwar 11 Jahre jünger als er, aber egal. Dankeschön.